Mein Name ist Winfried Dahlke. Ich bin Landeskirchenmusikdirektor der Evangelisch-Reformierten Kirche, Direktor des Organeums in Wena. Wir haben ein Modell, eine richtige kleine Orgel, auf der man auch Musik machen kann. Sie zeigt von dieser Seite die wichtigsten Komponenten, nämlich die Windversorgung, Schöpfbalg und Vorratsbalg. Damit eine Orgel klingen kann, braucht sie Pfeifen, die die Töne verschiedener Tonhöhen und Klangfarben hervorbringen. Eine Orgelpfeife kann nur einen einzelnen Ton hervorbringen, deswegen braucht man für eine Melodie schon eine Reihe von Pfeifen. Grundsätzlich unterscheidet man die Lippenpfeifen, das ist die Mehrzahl, die nach dem Prinzip der Blockflöte funktioniert. Und das zweite ist die Zungenpfeife, bei der ein Zungenblatt vibriert. Wir können uns das am besten vorstellen mit der Tonerzeugung bei der Klarinette oder dem Saxophon. Wird das Instrument weiter gedreht, kommt die Spielanlage zum Vorschein, die Manualklaviatur mit den Tasten, die mechanische Verbindung über Abstrakten, über Wellen, die die Zugbewegung der Tasten weiterführt in den Windkasten der Windlade, wo schon der geschöpfte Wind bevorratet ist. Auf diesem Wege gibt es dann noch die sogenannten Registerschleifen, die für jede Pfeife eine Bohrung haben, die passgenau sein muss mit den Bohrungen über dem Ventil und dem Loch, auf dem die Pfeife steht. Wird das Register gezogen, so sagen wir, dann kann der Wind von dem Loch über dem Ventil durch die Schleife, durch das Loch, auf dem die Pfeife steht, in die Pfeife gelangen. Die Orgelregister sind in verschiedene Familien gegliedert. Die prinzipalartigen Stimmen, die Flötenregister, die einen lieblicheren, sanfteren Ton haben, und die Zungenregister, die einen pompösen, kräftigen Ton haben wie Posaunen und Trompeten oder einen hellen, schnarrenden Ton wie Dulciane, Krummhörner, Regal. Eine Besonderheit der Orgel ist es, dass sie außer den Tasten für die Hände, die Manualtasten, auch noch Tasten hat, die mit den Füßen gespielt werden können, wo in der Regel die Bassstimme der Musik gespielt wird. Das unterscheidet sie von den anderen Tasteninstrumenten.